Good morning. Ich beginne diesen Vlog im Bett. Ich lag nämlich die letzten Tage flach. Ich hatte irgendein Virus und heute ist der erste Tag, wo es mir wirklich wieder richtig gut geht. Und ich habe heute so was Cooles vor. Dejan kommt heute und Josie, die kommen heute zu uns. Und ich kriege meine Haare gefärbt und geschnitten. Ich freue mich so sehr. Das wird so ein cooler Tag, wirklich. Ich liebe es, Zeit mit Dejan zu verbringen. Das ist einfach so eine inspirierende, uplifting Persönlichkeit. Und kennt ihr das, wenn ihr so mit Menschen seid und danach einfach so richtig energiegeladen aus dem Treffen rausgeht? Und so wird es heute auch. Und auch mit Josie. Mit ihr habe ich mich noch nicht so richtig getroffen. Deswegen bin ich auch, freue ich mich voll. Und ja, es wird ein richtig toller Tag. Und ich nehme euch natürlich mit. Die will ganz doll meine Linse abschlecken. Nicht abschlecken. Mal schauen, was Fabio macht. Nicht dich jetzt breit machen, Herzi. Wir wollen aufstehen. Ups, ups. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Schauen, was Fabio da Schönes macht. Guten Morgen, mein wunderschöner Mann. Guten Morgen. Wie hast du geschlafen? Hervorragend. Und du? Ja, auch. Hast ein bisschen laut geschnarcht, aber. Never. Das machst du selber. Happy. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hot still trying to flip it off the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Schau mal bitte, was Fabio hier gemacht hat. Er hat uns einfach ein eigenes Friseurstudio hier aufgebaut. Wie süß ist das? Hier werde ich mich gleich hinstellen und meine Haare fresh gemacht bekommen. Ich bin sowas von bereit. Glaubt ihr gar nicht. Ich habe mich heute auch richtig frühlingshaft angezogen, weil hier ist jetzt der Frühling ausgebrochen. Ich sag's euch, bei mir ist Frühling. Im Herzen ist Frühling. Deswegen ziehe ich mich jetzt auch schön farbig an. Ich habe mir weiße Tulpen gekauft, beziehungsweise Fabio hat mir weiße Tulpen gekauft. Und richte die Wohnung jetzt auch farbenfroh ein. Weil es ist Frühling jetzt einfach. Wenn man das denkt, dann ist es auch so. Hello! Ihr seid schon richtig fleißig hier. Ja, bin gleich fertig, auf jeden Fall. Dann bist du dran. Yes, einen kleinen Alu-Kopf hast du. Was kriegst du heute? Josie, was kriegst du heute? Sexiness, stimmt. Hast du aber schon, hast du schon, das brauchst du nicht. Schöne Highlights, vor allem vorne. Ja. Yeah. Damit ich wieder richtig wie ein Summer Girl aussehe. Mein Ansatz ist nämlich fast schwarz. Nein, ein paar Auffresh Highlights. Sind mal gespannt. Und Jan hat hier seine ganze Sache mitgebracht, sein Setup. Ach ja, und wir haben noch was geplant. Wir haben nämlich hier noch Fragen. So ein Fragenspiel von Luisa. Dive Deeper heißt das und wir kriegen jetzt ein paar juicy questions. Ich finde eine ganz interessant, das ist zum Thema Beziehungen. Auch der, wenn du nicht in einer Beziehung bist, hast du da bestimmt eine Meinung zu. Ja. Sollte man in einer Beziehung das Handy des anderen jederzeit öffnen dürfen? Also soll ich da mal kurz was zu sagen? Ich hatte einen Ex-Freund, der das der hatte das Bedürfnis sehr stark, mein Handy kontrollieren zu wollen. Und ich muss sagen, man hat ja nichts zu verbergen eigentlich, wenn man lange zusammen ist. Es gibt aber, finde ich, Gespräche mit Freunden oder vielleicht auch mit der Familie, die gehen den Freund trotzdem nichts an und so. Und deswegen soll der nicht einfach so gucken. Oder? Wie seht ihr das? Doch, ich finde auch, also es ist halt, finde ich, eine Sache, weil du hast gefragt, ob der Partner das kontrollieren darf. Jederzeit Zugang. Achso, genau. Und da war bei mir direkt so, kann der kontrollieren, weil das nicht, weil ich finde, ich fände es jetzt nicht cool, wenn Fabio meine Chats durchgehen würde und gucken würde, keine Ahnung, was ich jetzt mit meinem Ex-Freund geschrieben habe, das ist so kontrollieren. So, aber wenn er halt, warte, ich muss da mal kurz aufklären, ich glaube, das ist, nee. Aber wenn er halt, keine Ahnung, irgendwie schnell mal in einem Chat gucken will, weil wir uns um 19 Uhr mit Freunden treffen, wo wir uns nochmal treffen oder das sowas, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber so dieses, so, ich gehe jetzt an ein Handy, um was zu suchen. Ich habe es auch schon gemacht, bin ich ehrlich. So in unserer Anfangszeit, das war auch nicht immer easy. Da musste man sich selbst erstmal so finden und so schauen, okay, was ist in Ordnung und was nicht. Aber ich würde jetzt nicht mehr an Fabios Handy gehen und hoffe, dass auch das, also Fabio ist noch nie in mein Handy gegangen, um was zu machen. Ist ja auch konstant in deiner Hand. Geht ja gar nicht. Er will so unbedingt, aber es geht einfach nicht. Welches Vorurteil haben andere häufig über dich, das nicht zutrifft? Das nicht zutrifft? Nicht zutrifft. Erst bei mir ist immer so hochnäsig. Genau. Mit dir auch? Total. Mein Leben lang schon und ich denke immer so, warum? Wie ist immer? Eigentlich hochnäsig, ja. Irgendwie zickig. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das
meine Optik ist, obwohl ich das eigentlich auch nicht finde, aber schon in der Schulzeit, ne? Ja, Dejan, der ist echt arrogant. Und ich so, Leute, ich mache doch gar nichts. Also, hä? Wieso geht ihr davon aus? Als Kalberstein hätte ich das jetzt gar nicht vermutet. Wirklich? Doch. Nee. Doch. Heute ist Montag und es geht für uns nach München. Für eine Nacht. Ich bin nämlich auf dem Olaplex-Event eingeladen und Fabio darf mitkommen. Und ja, wir sind gleich auf dem Weg zum Flughafen. Mir geht es bedingt gut, aber ist schon okay. Werde ich schon schaffen. Fliegen ist immer so eine Sache. Sehr viel Stress für mich, aber ja, packe ich schon. Das bin ich praktisch schon. Und heute auch, Leute, weiß nicht, wie es euch geht. Ich konnte einfach nicht. Ich musste den drücken. Seht ihr diesen Pickel? Er ist einfach, er ist auch genau in der Mitte. Ich glaube, ich mache heute dann alle Fotos so. Damit man nicht den Pickel sieht oder so. Spaß, Leute. Scheiß drauf, steht zu eurem Pickel. Man hat einfach auch mal einen Pickel. Das ist in Ordnung. Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ich war heute kurz davor umzudrehen und wieder nach Hause zu gehen, aber ich weiß nicht, egal, nicht drüber nachdenken. Plus Fabio ist auch dabei. Ich sag's euch, mir ging's so kacke, oh mein Gott. Aber jetzt schaffen wir es. Und dieser Part ist, finde ich, immer der schlimmste, wenn sich das hier dann alles so stopft. Oh mein Gott. Entschuldigung, du bist doch Janet, oder? Und Luisa und Dejan, oh mein Gott. Leute, hi. Kriege ich ein Autogramm später? Ja, das ist los geht's. Auf hinaus in die weite Welt. Spaß nur München, aber 40 an wir in Urlaub fliegen. Leute, ich zeige euch jetzt unser Hotelzimmer und ihr müsst wissen, Fabi und ich sind nie in so fancy Hotels wirklich. Wir gucken immer meistens oder meistens nach dem günstigsten. Schaut mal bitte, wie schön das hier ist, wie krass. Und jetzt kommt das Heftigste. Seid ihr bereit? Das ist einfach das Badezimmer. Wie nice ist das? Da wird gleich so einer weggeduscht, ey. Ich bin richtig am Sweaten. Moin. Und jetzt das Beste, das Scheißhaus ist separat. Aber auch sehr schön. Wir sind gerade angekommen bei dem Event und schaut mal bitte, wie süß. Ich raste aus. Das ist das neue Olaplex-Produkt. Wow. Und hier ist einfach ein Penthouse oben in dem Hotel. Und es ist so heftig, ich muss euch das mal zeigen. Dejan ist auch schon hier am Ausrasten. Hier werden wir, kriegen wir später ein Styling. Das ist geil, oder? Das ist so geil. So geil. Ich möchte auch Leute stylen. Ja. Guck dir mal, wie so ein Hund ist da. Das ist so groß wie mein Kopf und der ist groß. Und jetzt kommt das Krasseste. Schau mal bitte. Was? Alles voller Olaplex-Produkte. Da will ich reinspringen. Und jetzt schaut euch mal den Ausblick an. Wow. Wow. Und das da, Leute, ist einfach ein Fernseher. Das ist ein Spiegel integriert. Das ist so geil. Ja, das ist so heftig mit einem Fernseher. Oh mein Gott. Krass. Ich hoffe, das hält jetzt. Ihr wisst nicht, ich habe hier einen Mülleimer stehen, den habe ich umgedreht, ist auch ein bisschen zu hoch, aber egal. Und euch gegen so einen Spiegel gelehnt. Ich hoffe, das knallt hier gleich nicht runter. Anyways, guten Morgen. Das Event gestern war richtig schön. Ich wollte eigentlich noch mehr so mitfilmen für YouTube, aber ich bin das noch nicht so gewohnt, dass ich jetzt für Insta und für YouTube mitfilmen muss. Deswegen habe ich es leider ein bisschen vergessen. Das tut mir leid. Aber ich bin noch neu in dem Game. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ist jetzt ein bisschen zu hoch, ne? Naja, ich mache mich jetzt gerade fertig. Und es war so schön gestern. Ich sag's euch, dieses Event, das war so familiär. Wir haben oben die Penthouse-Suite gebucht für den ganzen Tag. Und da haben wir uns dann gestern aufgehalten. Und das war so schön. Man hatte so einen schönen Blick über München. Und es war halt so ein Feeling wie von einer Wohnung, obviously. Und deswegen war das halt so, ja, voll familiär und richtig, richtig schön. Und dann wurde uns gestern das neue Produkt vorgestellt. Das kann ich euch gleich auch mal zeigen. Das ist ein Trockenshampoo. Richtig nice. Und dann hatten wir danach noch eine Yoga-Session. Das ist auch voll cool, weil ich habe das erste Mal eine Yoga-Session mitgemacht, die nicht zu Hause mit YouTube ist. Also das erste Mal in einem Kurs quasi gewesen. Und das war so schön. Und ich fand es so cool, weil
so Anfang Januar, ich habe ja, mach seit Januar, warum sage ich so, ja, jetzt wüsstet ihr das, seit Anfang Januar jeden Tag 15 Minuten Yoga, okay, sagen wir 5 Tage die Woche. Und ja, deswegen, ich konnte gestern so richtig mitmachen. Entschuldigung, und das hat sich voll gut angefühlt. Ja, und danach waren wir noch kurz im Spa, die haben so einen krassen Spa-Bereich, ich sag's euch, das ist so heftig. Wie heißt denn das hier? Andratz oder sowas in München, richtig krass. Waren dann da noch kurz im Pool und dann haben wir uns ready gemacht für den Abend und hatten dann in dem Penthouse oben wieder so ein heftiges Dinner, wirklich, das war so lecker und ich konnte es halt auch richtig genießen, weil ich wusste, ich könnte jederzeit in mein Zimmer gehen auf Klo. Und das war dann irgendwann auch der Fall. Also so, ich glaube, ich bin um 12:30 oder so runtergegangen. War dann auch genug, war dann auch platt. Fabio ist noch bis 4 Uhr oben geblieben. So krass. Hatte einfach die Zeit seines Lebens gestern. Ja, jetzt bin ich wieder mega aufgeregt, weil es ja heute wieder zurückgeht und direkt wieder fliegen. Boah, 2 Tage nacheinander. Diesen Stress für mich, das ist auch hardcore. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal, wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich einen Tag lang schlafen, weil das so viel Arbeit für mich ist, also so viel Arbeit in meinem Kopf. Und ich kann das, glaube ich, immer richtig, naja, mehr oder weniger gut nach außen so ein bisschen, ja, dass man das nicht so sieht, wie doll mich das stresst. Obwohl, das stimmt auch nicht, gestern sind wir so beim Flughafen angekommen. Und ich weiß nicht, was das war, bei mir war so kotzübel gestern, dass ich wirklich, also ich war da auf Toilette beim Flughafen, bin wiedergekommen und dann standen da schon Janet und Dejan und ich habe mir so im Klo gesagt, ich so, reiß dich zusammen, du schaffst das, sei einfach selbstbewusst, du bekommst das hin. Und dann bin ich so auf die zugekommen und dann haben die mich so angelächelt, so gewunken und ich so, und dann richtig angefangen zu heulen, ja. Und dann musste da Fabio mich erstmal ein bisschen trösten und ich war schon an dem Punkt, wo ich so meinte, ich möchte da nicht hin, ich fahre jetzt zurück, ich schaffe das nicht, ich kann nicht in dieses Flugzeug steigen. Und dann meinte Fabio auch so, komm, wir probieren es erstmal durch Security und irgendwie ging es dann doch. Naja, aber jetzt heute schon wieder der Stress. Weil wir mich nicht beschweren, ist trotzdem geil. Aber trotzdem auch stressig, kann man auch sagen, oder? So, ich mache mich jetzt noch zu Ende fertig. Und erst noch eine Banane und Müsli-Riegel und dann geht's wieder los nach Hamburg. Ich freue mich auf meinen Hund. Und jetzt geht's nach Hause. Good morning! Heute ist Donnerstag und ich treffe mich gleich mit Paula, um ein Reel zu filmen für eine Kooperation. Und ich habe jetzt noch so eine Viertelstunde Zeit, mich fertig zu machen. Deswegen dachte ich mir, machen wir das mal fix zusammen. Jedenfalls haben wir es heil nach Hause geschafft, aber es war wirklich eine knappe Kiste, weil Fabio hatte mega den Kater. Dem geht's, also es ging allgemein nicht so vielen so gut. Ja, auch nicht. Ich weiß nicht, was das einfach ist mit dieser scheiß Übelkeit, ey. Das war schon wieder so ein Pain. Aber naja, wir haben es irgendwie nach Hause geschafft und sind dann, haben noch Pepper schnell abgeholt bei Fabios Eltern und sind einfach ins Bett gefallen und haben 3,5 Stunden geschlafen. Von 16 bis 19.30 oder so und sind dann einfach wieder um 11 schlafen gegangen. Also man merkt, wir waren fertig. Und ich war nicht fertig, weil ich zu lange wach war oder weil ich Alkohol getrunken habe, sondern weil es halt einfach eine krasse Expo war. Ne? Also das war wirklich heftig. Ich habe bei der Therapie so eine Liste erstellt mit meiner Therapeutin, wo ich aufgeschrieben habe, mit welchen Situationen ich struggle. Und das habe ich alles in so einer Reihenfolge, quasi was das Schlimmste ist und was ja, entspannt ist, aber trotzdem ein bisschen bei mir Unwohlsein hervorruft. So. Und die Sachen, die jetzt in den letzten 2 Tagen passiert sind, waren halt so viele von dieser Liste. Also so viele Konfrontationen. Normalerweise plant man dann halt irgendwie so eine Konfrontation und die ist dann, weiß man so, okay, die ist jetzt hier in 2 Stunden vorbei und dann bin ich wieder safe. Aber da war es halt echt so über 2 Tage. Plus halt mit einem Hinflug an einem Tag und einem Rückflug am nächsten Tag. Das heißt, dieses Stresslevel direkt 2 Tage hintereinander, weil ich brauche eigentlich immer, also in Urlaub und sowas geht's, weil da hat man ja ein paar Tage dazwischen, dass man wieder so ein bisschen klarkommen kann. Aber das fiel jetzt ja weg. Aber es war trotzdem richtig krass. Ich habe es richtig positiv in Erinnerung, weil ich habe es halt geschafft und mir ging es, also wirklich, das waren nicht meine üblichen Reizdarmbeschwerden. Ich hatte ja einen Magen-Darm-Infekt,
ich hatte, ja, als ob ihr das wisst, ich hatte einen Magen-Darm-Infekt letzte Woche und ich glaube, das waren noch so die Nachwehen mit dieser Übelkeit und ja, ich habe es trotzdem geschafft. Und ich freue mich jetzt auch richtig doll darauf, das nächste Woche bei der Therapie zu erzählen. Kennt ihr das? Wahrscheinlich kennen das auch viele von euch, dass man sich so freut, dass der Therapeut zu erzählen, dass man es geschafft hat. Und ohne dieses Blush geht nimmer. Ich sag's euch, ich liebe das. Leute, mir ist gerade aufgefallen, ich bin auch nicht mit Pepper rausgegangen. Oh, okay, jetzt muss ich mich doppelt beeilen. Wieso vergesse ich das? What the fuck? Und Leute, auch nochmal allgemein zu diesen Events, ne? Es ist einfach so krass. Also hätte mir das jemand vor 2 Jahren gesagt, dass ich auf einmal zu solchen Events gehen darf. Es ist einfach crazy, was sich die Leute da mal einfallen lassen, was da für ein Programm geplant wird. Das ist so surreal, dass die mich dabei haben wollen. Mich. What the fuck? Das ist so crazy. Und ich sag's euch, ich sehe das als überhaupt nicht selbstverständlich. Ich glaube, in vielen Stories kommt das wahrscheinlich so rüber bei vielen Influencern, dass man so, ja, ich gehe wieder auf ein Event, bla bla bla. Aber bei mir, ich schwöre euch, ich gehe wieder auf ein Event und es wird krass. Und ich sehe jedes kleinste Detail, was die da machen und appreciate alles so doll und freue mich so doll, die Leute kennenzulernen und mich mit denen auszutauschen und zu hören, wie die arbeiten. Und ja, ich finde es einfach richtig, richtig beeindruckend, was die da immer auf die Beine stellen. Also riesen Props an Olaplex, dieses Event war der Hammer. Ich überlege gerade, ob ich meine Haare so lasse. Ich finde das irgendwie mega cute. Ich habe einfach so bei Amazon so durchsichtige kleine Spangen gekauft. Ich glaube, ich lasse das so. Sieht irgendwie süß aus, oder? So. That's my look of the day. Jetzt muss ich los. Ah, oh, kennt ihr das, wenn ihr manchmal so eine bestimmte Position macht und dann zieht das so richtig an der Seite? Und ich kriege keine Luft. Oh my goodness. Das wäre jetzt normalerweise der Moment, wo ich Panik kriegen würde. Aber ich kriege keine Panik, weil ich bin gesund. Okay, ist das wieder weg. Ach, ihr Lieben. So, wir sind auf dem Weg in die City. Wir brauchen nämlich noch ein Geburtstagsgeschenk für meine kleine süßeste Nichte. Die süßeste Nichte auf dem ganzen Planeten. Ich liebe sie so doll. Die hat Geburtstag am Wochenende. Und mein Geschenk kam leider nicht pünktlich an und deswegen sind wir jetzt auf der Suche gleich nach einem tollen Geburtstagsgeschenk für ein 2-jähriges Mädchen. Warum ist sie schon 2? Warum wird sie so schnell groß? Und ja, mal schauen, wir wollten noch ein bisschen schobbele. Mal schauen, was wir so machen. Pebby ist auch am Stüssel, deswegen werden wir jetzt nicht so lang wegbleiben. Aber ja, that's what we're gonna do right now. Hallo ihr Lieben, was geht ab bei euch? Ich hoffe, euch geht's super. Heute ist Freitag, uns geht's super. Und ich koche uns jetzt was Leckeres zum Mittag. Nämlich Brokkoli-Pasta. Ein Gericht, welches ich sehr liebe, weil Brokkoli ist mega gesund. Und es geht ultra schnell und ich liebe einfach Pasta mit allen möglichen Soßen. Und diese Soße ist halt richtig cremig und lecker. Und falls ihr Brokkoli mögt, ich bin irgendwie ein bisschen zu groß dafür, werdet ihr das lieben. Also, first step ist erstmal den Brokkoli waschen und ein bisschen zurechtschnippeln. Ich mache auch immer einen Strunk mit rein. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und dann macht ihr ein bisschen Olivenöl in eure Pfanne und bratet Pinienkerne an. That's the first step. Second step, der erste Step war ja schon mal Brokkoli vorbereiten. Ups, fängt direkt gut an. Ich schreibe euch die Zutaten hier mal hin für Kikis Brokkoli-Pasta. Cool, haben wir das auch. So, das hier braten wir an. Das hier machen wir an, meine ich. Machen wir heiß. Ich bin ein bisschen durcheinander. Und braten unsere Pinienkerne an. Ich mache die Hälfte rein. Und die andere Hälfte brauchen wir später. So, jetzt bereite ich meinen Brokkoli vor. Zeige ich euch gleich, das muss ich jetzt nicht alles mitfilmen. Das kommt dann mit in die Pfanne, dann bratet ihr das auch noch mal kurz an. Während die Pinienkerne anbrutzeln, reibe ich hier schon mal den Parmigiano. Davon brauchen wir nämlich einiges. 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 Sorry. Entschuldigung. Parmesan macht einfach alles besser, Leute. Fabio, kannst du das machen? Das ist voll nervig. Parmesan rein? Ja, bitte. Mein treuer Freund und Helfer. Moin! Servus. Ist auch dabei hier. Danke. Alter, was ist denn hier passiert? Ja. Ich hab den Brokkoli geschnitten und das ist überall hin.
Wenn ich sage überall, meine ich überall. Bisschen geschmeidiger, Fabio, bitte, ja? Ein bisschen mehr Gefühl, genau, aus der Schulter raus, sehr gut. So, meine Pinienkerne sind angebrutzelt, jetzt kommt der Brokkoli dazu. Kannst du mal ein bisschen leiser machen? Entschuldigung, ich rede gerade mit meiner Community. Ich kann nicht leise rubbeln. Klingt falsch. Angespuckt. Festhalten. Oh Gott, man sieht richtig meine Periodenunterwäsche durch die Jeans heute. Naja, egal. Zack. Jeans. Oh nein, hier sind die angebrannt. Digga, eine Aufgabe hat der. Eine Scheißaufgabe. Weiter, los, schnell, Schatz. Ich darf dann auch umrühren. Das brennt hier alles an. Naja, das lasse ich jetzt noch mal ein bisschen köcheln. Und dann kommt gleich der Parmesan dazu. Und würzen das und ein bisschen Sahne und dann pürieren wir das und dann wird es eine creamy Sauce, die hoffentlich nicht zu angebrannt schmecken wird. Jetzt salzt ihr euer Nudelwasser. Meine beste Freundin sagt immer, das Nudelwasser muss nach Nordsee schmecken. Also, ordentlich Salz. Ich liebe meinen Hund. Jetzt gebt ihr eure Nudeln dazu und ich sag's euch, wir haben ein Faible für so nice Pasta-Shapes. Ich liebe einfach Pasta, die so cool aussieht. Und am besten nehmt ihr immer die so außen noch so eine mehlige Schicht haben, weil dann könnt ihr danach eure Soße damit binden. Tipps, Cooking-Tipps mit Kiki. Also rein da. Jetzt kommt so 3/4 von dem Parmesan, ein bisschen Sahne und ein bisschen Pasta-Wasser mit zum Brokkoli. Könnt ihr noch mit Salz, Pfeffer ein bisschen würzen und dann mixen wir das durch und dann wird creamy. So, Friends, das ist das Endergebnis und irgendwie sieht es nicht so schön aus wie sonst. Normalerweise ist das so richtig grün, aber jetzt ist irgendwie so ein bisschen gelblich geworden. Ich glaube, weil der Brokkoli schon was älter war. Aber ja, es schmeckt, glaube ich, trotzdem mega lecker und es ist super creamy. Also das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. So, Friends, ich beende den Vlog wieder eingekuschelt auf der Couch. Ich habe heute den ganzen Tag den Vlog bearbeitet. Es dauert wirklich noch so lange. Ich glaube, ich habe für diesen Vlog heute bestimmt 8 Stunden gebraucht. Weil ich mich ja noch komplett neu in das Programm und so einarbeite. Aber ja, ich hoffe sehr, 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 dass euch der Vlog gefallen hat. Und wenn das der Fall ist, würde ich mich once again riesig über euer Feedback freuen. Über einen Daumen nach oben oder über einen Kommentar. Irgendwo seht ihr jetzt auch mein Gesicht. Da könnt ihr gerne mal raufklicken und meinen Kanal abonnieren. Das würde mich riesig freuen. Und ich füge hier jetzt auch mal die Playlist ein, wo ihr meine ganzen Vlogs seht. Genau. Ich habe euch lieb. Bleibt stark. Seid lieb zueinander. Und ja, wir sehen uns. Nächste Woche. Au!